Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal mit den Umhängen aus Düsterbruch West. Und das hier ist das, was wir gefunden haben. Wieder sortiert nach Grau und Grün. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, da haben wir als allererstes das Doppelverbund-Kettenumhang. Den Doppelverbund. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Auch ein schönes Modell in Kurz. Hier in orange-braunen Farben, schön verziert. Dann haben wir den dicken Umhang. Hier seht ihr wieder die Felleinsätze, diesmal wieder orange-gelb. Dann haben wir geflochtener Umhang. Na, hier ist ein bisschen gelb mit drin, grün, auch wieder schön das Muster am Rand. Und der Häkelumhang, das gleiche in orange. Ne, auch Modelle, die wir alle schon mal gesehen haben. So, dann die blauen. Ach, die blauen, die grünen. Blutgewebter Umhang. So, da haben wir einen langen Umhang mit Muster. Und diesen türkisgrünen oder mintgrünen Rand. Auch eine sehr interessante Farbkombi. Ich glaube, den hatten wir einmal schon. Dann haben wir den Lunarumhang. Gleiche Modell in orange-blau. Ne? Dann haben wir den Zornprankenumhang. Hier mit den Lederriemen. Hier auch dieses Muster am Rand in Orangetönen. Dann das Abenteurer-Cape. Auch die sehen gleich aus. Okay. Dann uralter Umhang. Ne? Schwarz-weiß in kurz. Auch hier mit dem Muster. Dann potentes Cape. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Auch hier mit braun-schwarz geteilt. Hier in der Mitte ein bisschen weiß-cremig. Cremefarben, nicht cremig. Dann Gers-Umhang. Oh. Hier mit einer grünen Schnalle oben. Und der Rest ist komplett blau mit Muster in grün. Dann Oberberaterumhang. Ja, pink-gelb. Auch wieder zweigeteilt, auch mit Muster. Auch sehr interessant. Dann imposantes Cape. Den kennen wir ja schon. Ne? Diesmal im Dunkelrot. Seidensand-Cape. Oh, das ist auch eine Farbkombi. Gelb, Mint. Dann Greifenumhang. Ja, das sind jetzt wieder hier die Pinktöne. Ne? Scorpionscape. Genau, den fand ich ja so toll, ne? Mit dem Skorpionmuster hier drauf. Auch sehr schön. Dann Knopfverbundscape. Dann haben wir hier unten ein bisschen blau, glaube ich, drin. Und ansonsten halt dieses Gold, Gelb, Weiß. Auch sehr interessante Farben. Umhang des Windhetzers. Den kennen wir, glaube ich, schon. Mit dem langen Fell und dann mit dem Hellblau. Dann Wolfsreiterumhang. Das ist hier in Rot, auch zweigeteilt mit diesem Fellmuster. Und Kahns Umhang. Ist halt der lange Umhang, den wir sonst haben. In Kurz mit den Paletten hier. Pailletten, aber eigentlich auch ein sehr schöner Umhang. So, das waren die Umhänge. Diesmal nicht ganz so viel. Ich denke, nächstes Mal werden wir wieder ein bisschen mehr finden. Hoffentlich. Wir haben im nächsten Video dann die Stoffkleidung. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.